Und über das, was da im Kanzleramt passiert ist, möchte ich jetzt sprechen. Bei mir Volker Beck, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Blicken wir einmal ganz kurz erstmal auf Abbas. Was genau, denken Sie, war die Motivation dahinter, ausgerechnet in Deutschland im Kanzleramt so einen Vorwurf gegenüber Israel zu äußern? Naja, Abbas ist ein notorischer Holocaust-Leugner. Er hat darüber eine Dissertation geschrieben, damals in Moskau in den 80er Jahren, und hat solche Sachen auch immer wieder gesagt. Neu daran ist lediglich, dass es auch im Kanzleramt wiederholt hat. Und er hat es ja gesagt auf eine Frage zum Olympia-Attentat von 1972 in München. Und der Planer des Olympia-Attentats sagt ja, Abbas war der Finanzier. Also Abbas war einer der Hintermänner dieses Attentats. Und ich glaube, die Frage dazu hat ihn so durcheinander gebracht, dass er nicht drüber nachgedacht hat, was er sagt. Und er sagte einfach das, was er im Kopf hat. Und ich finde, man sollte jetzt in dieser Debatte nicht so sehr nur auf die Worte und Stilfragen achten, sondern man sollte jetzt Konsequenzen ziehen. Wir finanzieren Herrn Abbas und seine palästinensische Autonomiebehörde, und er steht eben für Terrorfinanzierung, für Terrorunterstützung und für Holocaust-Verharmlosung. Und da müssen wir jetzt klaren Strich ziehen und sagen, wenn das so weitergeht, gibt es auch kein Geld mehr aus Deutschland. Diese Konsequenz müsste Olaf Scholz ziehen. Der stand gestern daneben. Es war die letzte Frage, ist dann gegangen, hat einfach nichts mehr dazu gesagt, hat sich im Nachhinein dann auch sozusagen nochmal klar positioniert. Aber reicht das wirklich, was wir jetzt auf Twitter gesehen haben? Nein, das reicht natürlich nicht, weil das sind jetzt erstmal nur Worte. Und das, also mir geht es wirklich darum, um die Taten. Was machen wir als Deutsche in diesem Nahostkonflikt? Und da muss klar sein, wir finanzieren auch nicht indirekt den Terror gegen Israel. Und Abbas hat immer gesagt, er steht zu diesen Märtyrerrenten. Also Märtyrerrenten sind Renten entweder an die Hinterbliebenen von Terroristen, die beim Terroranschlag ums Leben gekommen sind, oder Prämien an Terroristen, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Und das ist ganz klar, das ist das einzige Sozialsystem, das die palästinensische Autonomiebehörde hat, ist ausgerichtet auf den Terror. Und wenn man diesen Haushalt über den Bundesetat mitfinanziert, dann finanzieren wir indirekt auch diese Renten. Und wenn wir wollen, dass es zu einem Ausgleich kommt, müssen wir alles tun, um den Terror zu beenden. Und das reichen wir am besten, indem wir hier einen Klardruck machen. Und wenn diese Praxis nicht eingestellt wird, dann gibt es halt kein Geld mehr aus Deutschland. Und dann werden wir mal sehen, wie lange die Position von Herrn Abbas dann hält. Schauen wir einmal auch ganz kurz auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel. Wir haben natürlich auch schon klare Worte aus Israel zu dem gehört, was hier gestern passiert ist. Denken Sie, dass das die Beziehungen langfristig belasten wird? Nein, das glaube ich nicht. Also der Auftritt oder das Finale dieser Pressekonferenz war natürlich unglücklich. Das hätte so nicht passieren dürfen, ist aber passiert. Ich verstehe auch bei einem überlasteten Regierungsmitglied morgens noch in Skandinavien, abends mit Abbas vor der Presse in Berlin im Kanzleramt, dass man mal neben sich steht und nicht spontan die richtige impulsive Reaktion hat. Er hätte ihm nicht die Hand geben müssen, sondern hätte ihm schroff zurückweisen müssen. Das ist falsch gelaufen, aber das sollte man nicht überwerten. Und Israel ist wirklich andere Probleme gewohnt, als dass sie jetzt auch wegen einer solchen diplomatischen Nicklichkeit hier das Verhältnis belastet sehen. Israel wird sehr genau schauen, wie wir mit den Palästinensern umgehen und ob wir da beweisen, dass Israels Sicherheit unsere Staatsräson ist, oder ob wir weiter indirekt den Terror finanzieren. Schauen wir auch einmal ganz kurz auf Deutschland generell. Die Reaktionen sind eigentlich sehr eindeutig. Man hat mehr erwartet vom Bundeskanzler und jetzt muss auch mehr passieren. Aber denken Sie, es gibt in Deutschland auch einen Teil, oder wie groß ist vielleicht der Teil der Menschen, die tatsächlich diese Aussagen von Abbas auch unterstützen? Muss man sich da Sorgen machen? Naja, also das war so absurd, das wird nicht mal der schlimmste Rechtsextremist noch für akzeptabel halten. Also er hat ja gesagt, Israel hätte 50 Holocausts an den Palästinensern begangen. Im Holocaust sind 6 Millionen Juden ermordet worden von den Deutschen. Also 50 Holocausts, 300 Millionen Palästinenser sind von den Israelis erschlagen, vergast, ausgehungert, zu Tode gequält worden. Das glaubt ja wohl wirklich niemand, so ein Quatsch. Und ich finde, er hat damit auch den Problemen, die es ja manchmal bei Militäreinsätzen israelischer Seite durchaus gibt, wirklich der Kritik daran an Bärendienst erwiesen. Weil damit ist seine Kritik einfach maßlos und indiskutabel. Und über das, was von ihm kommt, muss man sich eigentlich nicht mehr auseinandersetzen. Volker Beck, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und diese klaren Forderungen. Dankeschön.